jeden Fall werde ich Ihnen heute mal ein bisschen was erzählen über diese Reihe beim Tatort-Reihe beim Falter Verlag. Es ist nämlich Tatort Gemeindebau bereits der 12. Tatort. Begonnen haben wir mit Kaffeehaus, dann mit Beisel, Prater. Wir haben aber auch Tatort Friedhof gemacht, Tatort Rathaus, auch Burgtheater, Hofburg, alles mögliche, Schönbrunn natürlich. Also alle diese Plätze in Wien, die eine besondere Bedeutung haben oder sehr bekannt sind, haben wir inzwischen schon verbraten, sage ich jetzt mal. Heute freue ich mich besonders, dass mein Kollege Andreas Bittler mit mir lesen wird. Andreas Bittler ist im Gegensatz zu mir ein echter Wiener, also in Wien geboren, aufgewachsen, spricht auch wienerisch. Das werden Sie dann merken, wenn ich dann meine Geschichte lese. Na, die erste Serien, die waren super damals. Kota, Mundl, Robert Lemke, so der Kassen, der wusste, was bin ich gemacht hat. Und Ringstraßenpalais, mei, so feste Leute damals, ne? Heute, lauter Schmoren, wenn Sie mich fragen. Vorstadtweiber, was interessiert mich, wer da wem, mit wem war noch mal dumm, Bruder? Wenn ich spechteln will, dann gehe ich oben in die Waschkuchel und schau den Bösel zu, wie er die Hallener schnackselt. Der Depp glaubt, das weiß keiner, dabei weiß das jeder im Bau. Sogar die Säfke, die was die Kopftuchtürkin im zweiten Stock ist. Aber ich sage Ihnen gleich, dass es nicht mehr so ist, wie es einmal war. Das hat nichts damit zu tun, dass da jetzt Türken und Jugos und Persen und was weiß ich, Murls wohnen. Das da ist ein Gemeindebau, da hat es immer schon alle Farben gespielt. Bildlich gesprochen. Ne? Als ich da im 79er Jahr meinen Posten antreten habe, da hat es oben im ersten Stock die Marek gegeben. Die hat immer nur bemackelt wie der Maxi Bem. Und die nicht selber von der Simmerstänger so ein Kanal. Ne? Und der Svetoslavski, das war ein waschechter Pole, der ist im 80er Jahr gekommen, direkt aus Krakau. Der ist abwascht wegen dem Kriegsrecht, was die da oben gehabt haben. Ne? Der Svetoslavski, der war lustig. So ein Schnurrbart hat er gehabt. Aber wirklich so ein. Und ganz verwahrt eigentlich Deutsch hat er geredet. Ich komm sieben wegen Wasch. Na, und der ist der Spasojewitsch, der hätte der Hausmeister sein sollen, sag ich Ihnen. Der war zwar aus einem Ort, den kein Mensch aussprechen kann, Wrschatz oder so, aber der war ein echtes Genie. Der hat alles reparieren können, vom Häusl bis zum Automotor. Und wenn bei uns auf der Stirn einmal ein Glühbirne ausgefallen ist, dann hat der Spasojewitsch die schon auf eigene Regie austauscht gehabt, bevor sie jemand gemerkt hat. Und von der Marek, die seit dem 24er Jahr da gewohnt hat, habe ich gewusst, dass da früher noch Ukrainer und Rumänen und Slowaken und Juden und was weiß ich was alles noch gegeben hat. Also, wir im Gemeindebau, wir waren immer schon sowas wie eine kleine UNO, gell? Anders? Was soll da bitte heute anders sein? Nur weil die Neichen halt aus anderen Ländern kommen, geht bitte. Der Bösel, der Trottel, ist ein Steirer. Das ist auch. Und versteht man den mit seinen dauernden Wohlwollen, genauso wie den Kimi-Türken im zweiten Stock. Gut, ja, der ist schon ein wenig streng. Aber er weiß, was sie gehört. Und immer ordentlich. Bitte ja, die Säfki, die was seine Frau ist, die hat auch ein bisschen an der kurzen Leine. Aber wenn er es wieder mal übertreibt, dann gehe ich hin zu ihm und sage, Mustafa, so geht das nicht, du bist nicht mein Ankara, also benimm dich gefälligst. Das ärgert ihm dann immer maßlos, weil er ja erstens Hassan hast und zweitens aus Istanbul ist. Aber ein bisschen ein Häkli muss sein, sonst geht man ja gleich alle in die Gruppe. Jesus, Marant Josef, Joshi! Muss sie denn immer so schreien, diese primitive Person? Nicht einmal am frühen Morgen hat man seine Ruhe. Was ist denn nun schon wieder? Komm rauf, schau dir das an, brüllt die Hausmeisterin und sagt dann leise zu sich selbst, die ist ja noch warm und lockert die Saar. Jetzt kommt der Josef angelaufen. Bin gespannt, was er sagen wird, wenn er mich so daliegen sieht. Die Hausmeisterin lässt ihn gar nicht erst zu Wort kommen. Das ist nichts für dich, schau weg. Ich deck's erst ein bisschen zu. Mein Gott, all die Scherben und das ganze Blut und dieses braune Zeugs da auf ihrem Kopf und auf ihrer Brust. Was ist denn das? Sie streicht mit dem Finger über den klebrigen, bräunlichen Saft auf meinem blondierten Haar und leckt ihn dann ab. Schmeckt ein bisschen nach Schokolade. Oder was anderem? Whisky vielleicht. Probier mal, Joshi. Mein Gott, ist die ungustiös. Fuchtelt mit ihrem gichtigen Finger vor Josefs Mund herum. Der Arme presst seine Lippen fest zusammen,
weigert sich, ihn abzuschlecken, schaut mich die ganze Zeit nur verzweifelt an. Eine Tragödie, Herr Kanzleirat, oder besser gesagt, eine schöne Bescherung. Schauen Sie sich das an, unsere liebe Gloria haben sie erschlagen. Bestimmt war es einer von diesen Tschuschen. Schau nicht so böse, Joschi, ich habe ja nicht die gemeint. Der Kanzleirat schlägt die Hände vors Gesicht und stöhnt. Mein Gott, wie schrecklich. Schau, wie er scheinheilig tut, Joschi. Dabei haben die eh nur gestritten in letzter Zeit. Aber gleich wieder sie zu ihr legen, so wie er es gewohnt war all die letzten Jahre lang, flüstert die Hausmeisterin dem Josef ins Ohr. Was haben Sie gesagt? Fragt der schwerhörige Kanzleirat. Nix, gar nix. Hab nur gemeint, dass es wirklich schade um sie ist. So eine schöne Frau, das blühende Leben. Leise und nur für Josche hörbar fügte sie hinzu. Eine fette alte Schachtel war's. Hab gerade ihr Wampen gesehen. Frau Meinrad springt auf und zischt aufgeregt. Mein Gott, wer kann denn das sein? Das frage ich mich auch. Sind doch fast eh schon alle da. Der Kanzleirat ist natürlich zu faul, um aufzustehen. Er schickt die Hausmeisterin an die Tür und deutet den anderen, still zu sein. Frau Huber kommt gleich wieder zurück ins Zimmer gestürzt und flüstert mit zitternder Stimme. Der Briefträger, er hat ein Einschreiben für die Frau Gloria, ist persönlich zum Unterschreiben. Da ist wahrscheinlich der Scheck drin, auf den sie so sehnsüchtig gewartet hat.